Wer ist jetzt eine wirklich Pro-Raiding? Würde ich das ja noch verstehen. Aber nicht, wenn von Anfang ab die Abmachung war, du trägst Sicherheit. Ja, das ist halt auch so eine scheinheilige Sache, sag ich mal. Weil du trägst dich, also ne, es war abgemacht, du trägst dich in eine Liste ein, wenn du kannst. Und dann ist gut. Dann weiß man, ah, okay, die Person hat dann und dann Zeit, dann kann man das und das planen. Ich hatte halt so zweimal die Woche Zeit. So. Und dann waren sie halt pisst, weil wenn ich dabei war, man das nicht geschafft hat, obwohl es ja noch nicht mal an mir lag. Es waren immer dann Randoms, die wir dann, mit denen wir ja aufgeführt haben, die Rote und alles nicht hingekriegt haben, wodurch ich meine Bücher halt nicht gekriegt habe für die Raids. Und ja, dann hat sich das halt irgendwie... du kriegst halt beim... Weißt du ja gar nicht, beim aktuellen Content, beim Pandemonium Raid ist es halt so, dass du halt Bücher kriegst. Ich glaube, gelb, grün und rot, meine ich. Das eine halt für Accessoires, das andere für Brust und Hose und das andere halt für Armschienen und so weiter. Verzauberung drauf zu machen, irgendwelche Effekte oder wie? Nee, ja. um halt das bessere Gear zu kriegen, das. War es 600er? Ich weiß es gar nicht genau. Also um das bessere Gear zu kriegen, was du halt aus dem Savage Raids kriegst. Und dafür musst du halt, nach Abschluss des Raids kriegst du halt so ein Buch. Und diese Bücher musst du dann halt sammeln, um das gegen das neue Gear einzutauschen. Achso, das ist quasi so Gutschein. Ja, quasi. Also du sammelst dann halt die Sachen, kriegst dann halt auch die Sachen normal aus dem Raid raus. Und kannst sie dann halt eintauschen gegen die Sachen, die du dann halt brauchst. Ja, einfach ganz normal Raid-Tokens, ja. Und bei mir, ja, also ich habe die Rote hingekriegt, ich habe das Static hingekriegt, was, wie, wo, gut mit Ansage, aber ich habe es halt trotzdem geschafft, aber mit denen wir aufgeführt haben, nicht. Und dann, wenn ich gesagt habe, ja, ich kann nur bis dann und dann, und das habe ich ja, wir hatten nämlich, wie gesagt, diese Liste, von wann bis wann man kann. Ich habe eingetragen, ja, ich kann bis 22 Uhr. Und dann gleich dieses, boah. Du denkst dir nur so, Leute, ihr wusstet, dass ich nur bis 22 Uhr kann. Wenn ihr, ja, halt wenn ihr erstens eine Stunde später anfangt und zweitens dann halt nur 2 Stunden macht, dann noch Randoms mit drin habt, was soll ich machen? Und das dann halt so tun, als wenn es meine Schuld gewesen wäre. Das ist dann... Ja, ist halt einfach... Ja, aber das ist oft so... Was ich sagen wollte, ne? Das ist halt auch oft so scheinheilig, sondern die Gruppen suchen und sagen, ja, wir sind voll entspannt und machen dies und das. Aber im Endeffekt läuft es halt immer auf das Gleiche hinaus. Das ist egal. Wenn es um Raiden geht, so, es lag irgendwie immer am Ende pissig aufeinander. Es lag auch nicht am Lead, es lag auch nicht es lag halt an 2 Mitgliedern, die da mit drin waren. Die dann halt einfach immer pissig reagiert haben. Wo ich jetzt auch gedacht habe, Leute, warum? Ja, das ist auch so eine Entwicklung bei solchen Gruppen. Also anfangs, es läuft vielleicht gut, dann läuft es vielleicht, sag ich mal, es ist vielleicht nicht so erfolgreich bei der einen Gruppe, dann fangen schon die ersten an rumzumurren, weil es denen nicht schnell genug ging, weil sie doch mehr Bosse legen wollten, als vielleicht gedacht und so, ne? Das lesen wir jetzt mal nicht, ne? Habe ich jetzt gerade nicht. Nee. ich eben auch, weil es ist ja dieses blaue Ding hier. So, ja, die wiederholbare, nee, die brauchen wir nicht machen. Deswegen. Ich gucke jetzt gerade nur, ob ich da vielleicht Doppelte habe, aber ich glaube. Ja, was ich halt sagen will, ne? So meistens entwickeln die Gruppen sich halt. Wird halt immer was anderes versprochen und gesucht, ne? Dann macht man irgendwelche Abmachungen und dann hält sich einer nicht dran, dann alle nicht und dann, ja. Das ist halt, das ist richtig häufig so, aber das ist unabhängig vom Game, das ist halt überall so. Egal, welchen Game du nur Raid guckst, das ist halt. Ja. So deswegen, der Standard, deswegen haben halt Katie und ich gesagt, gut, okay, das buchen wir halt für uns, weil wir wollen das halt wirklich nur machen, wenn wir halt auch Zeit und Lust haben. Gut, wenn die Gilde irgendwann mal so groß sein sollte, dass wir genug Mitglieder haben, dass vielleicht auch wirklich eine feste Gruppe ist. Dass die das dann halt auch machen können ohne uns. Oder dass wir, wenn halt mal mitlaufen. Ja, aber gerade so Raids, das muss man halt, das ist halt das Ding bei so Raids, das muss man schon organisieren. Ja. Weil die dauern ja halt einfach auch ein bisschen länger.
Aber, muss man das schon organisieren, dass man zu dem Zeitpunkt mal aber wie Leute gesagt, dann halt nicht mit eintragen, beziehungsweise gut, doch, wenn man was plant, klar, aber nicht dieses, okay, jeder trägt sich dann für das und das ein und ja, ja, das Ding ist halt, man kann den Leuten ja nicht böse sein dafür, dass sie nicht länger können oder so, ne? Deswegen. Aber umgekehrt, ich meine, umgekehrt ist es halt genauso, wenn du jetzt in der Raid-Gruppe bist und du hast dich bis 22 Uhr eingetragen, dann ist es halt genauso umgekehrt, kannst du denen nicht böse sein, wenn die ab 22 Uhr einen Ersatz für dich sind. Ja. Ja. Und das ist halt genau so ein Ding. Das ist halt bei uns, oder in der Gilde, die wir dann ja in FF haben. Ja, klar, wir haben Struktur oder wollen halt Struktur reinbringen, aber es ist jetzt nicht so, dass du erstens täglich online sein musst. Es ist nicht so, dass du, ne, wenn du sagst, hey, du hast Interesse am Raiden, dass du dann auch jedes Mal fest dabei sein musst. Weil es gibt halt Leute, die arbeiten, die Privatleben haben, die meinen nichts jeden Tag können. Ja, ich, ja, bei Final ist ja so, du hast ja eine feste Gruppengröße, ne? Du brauchst ja halt irgendwie auch immer deine, weiß ich nicht, was sind das, 8 Mann oder so, ne? Ja, 8 Mann. Du kannst, wie gesagt, du kannst halt auch auffüllen und das ist ja noch nicht mal schlecht. Du kannst ja tatsächlich Gruppensuche machen, explizit danach Deutsch suchen oder nach Klassen suchen. Und das ist ja nicht das Ding. Es funktioniert, also ich sag mal, bei WoW gibt's ja auch, kannst ja auch über Random gehen, so. Und ich habe jetzt zum Beispiel in der letzten Season bin ich halt auch alles komplett random gegangen. Ich hatte keine Gilde, keine Gruppe, keine. Ja, also du kannst auch ans beste Gear kommen und allen Kram. Das funktioniert, aber es ist halt schon sehr toxisch. Du musst schon ein gutes Fell haben, auf jeden Fall. Das ist halt so eine Sache. Ich sag mal so, es ist das eine, wenn ich zum Beispiel wie mit euch jetzt vorhin. Wäre zum Beispiel aufgefüllt worden. Jetzt einfach als Beispiel. Mein Inventar ist übrigens schon wieder voll. So, ja, ich kann mal stellen. Wäre es jetzt so gewesen, dass wir mit 2 oder so hätten auffüllen müssen. Ja. Und beide, die aufgefüllt wurden, wären toxisch gewesen. Wäre es für mich weniger ein Problem gewesen, weil ich mit euch drin bin. Inklusive halt bei euch beiden ja auch mit Gruppen. Dingens da drin, ja, weil ich euch eingeladen Regel, habe. Ja. So, wäre für mich das geringere Problem. Wenn ich aber jemand bin, der irgendwo zustößt und es dann toxisch wird, das ist für mich das größere Problem. Wenn ich irgendwo reinkomme. Wenn man so alleine in so einer Gruppendynamik drin hängt, ich weiß, was du meinst, ja. Ohne halt irgendjemand anderen, ohne dass du irgendjemand kennst. Und deswegen habe ich gedacht, okay, nee, keine Fremden. Also noch so ein bisschen moralischen Halt gibt. Ja. Und halt aber das ist halt auch voll häufig so bei so random Gruppen, ey. Also wie gesagt, wenn welche dazu stoßen, ist es das eine. Aber es müssen halt Leute mit bei sein, die ich auch kenne und die ich auch mag. Und mit denen ich weiß, okay, da bin ich auf einer Wellenlänge, das passt. Ja, so, ich sag mal so ein typischer Random Raid hier in WoW besteht halt meistens aus 14 Leuten. Warum 14? Weil es halt wieder, ne, alles muss Meter-Schmeter optimiert sein. Dann hast du halt deine 14 Leute dabei. Und da sind meistens wahrscheinlich alles so Zweier-, Dreier-Grüppchen von irgendwelchen Random, ne? Jeder hat irgendwie 1 oder 2 Buddies dabei und seine Base, so, ne? Und im Prinzip innerhalb den Gruppen kannst du zu 100% davon ausgehen, dass jedes Zweier- und Dreier-Team über alle anderen lästert. Wie schlecht die doch alle sind. So. Ja. Es ist, im Prinzip läuft es genau so. Es ist einfach der Wahnsinn, so, ne? Es ist einfach eine Gruppe aus 14 Mann und jeder lästert über jeden, so. Ja. Das ist so der Standard. Das ist zumindest bei kompletten Random-Dingern so. Es ist halt auch einfach, das ist, keine Ahnung, das ist irgendwie untergegangen. Dass die Leute auch einfach ihr Spiel spielen, ey. Alles gut. Und vor allem, es ist halt auch so ein Spiel, so. Die Leute sehen das, glaube ich, einfach alle zu verbissen oder so. Es ist doch einfach nur ein Spiel. Ich glaube, die meisten sehen das auch immer als Wettbewerb. Ja, ist es ja auch Tatsache. Ja, und das finde ich aber halt auch, das ist Tatsache auch der Auslöser, gerade in WoW, warum es immer toxischer wird und immer weitergeht. Durch dieses Mythisch Plus, weil es Tatsache im wettbewerbsorientiert ist. Es geht um den besten Highscore. Im PvP geht es ja auch um beste Wertung, wer ist das beste Team. Aber gerade diese wettbewerbsorientierte bringt halt dieses Toxische leider mit sich. Also ich habe ja jetzt bei FF, da gibt es ja auch diese ganzen Wertungen, bei PvP,
habe ich ja jetzt auch öfters mal gemacht. Und mir ist die Wertung tatsächlich einfach so schnurzpiep egal. Ja, sollte es auch einfach sein, ne? Es geht ja um einen Spaß im Spiel, sich einfach ein bisschen zu kloppen oder so, ne? Ich verstehe auf die ganzen Leute nicht, die da wirklich den ganzen Wettbewerb gerade ausmachen. Ich meine, wenn man Wettbewerbe machen möchte, dann gibt es doch gewisse Turniere oder sonstiges dafür. Und ja, das ist auch genau das, was ich nicht verstehe. Ne, es gibt ja diesen schweren Content, was irgendwo so wettbewerbsorientiert ist, also zumindest hier im WoW. So, und da musst du halt wirklich schon gut spielen, also nahezu perfekte Sachen machen. Das Ding ist halt, du hast halt dieses Verhalten trotzdem auch in dem ganz normalen Bereich, obwohl es total unnötig ist. Ja. Du musst da nichts alles todesoptimieren. Ne? Ich meine, hier das Krasseste, was du hier so machst, ist hier mythisch plus 15. Und da kriegst du das beste Gear. Und selbst dafür, ne, selbst dafür musst du nicht godlike spielen. Da kannst du auch einfach recht entspannt durchjodeln, so. Ja. Aber die Leute tun immer so, als wäre es irgendwie das Schwerste auf Erden und du musst ja alles optimieren und alles machen. Nee, musst du nicht. Wenn du auf den Highscores spielst, ja. Aber sonst halt nicht. Das ist eigentlich, was mich am meisten stört. Das ist halt... quasi, dass es auf die unteren Ebenen vom Spiel halt runterschwappt, so. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum LoL zum Beispiel so extrem toxisch ist, ne? Weil es ja auch ein reines wettbewerbsorientiertes Game ist. Da ist genau das gleiche Phänomen. Du hast halt auch Rangliste, ne? Da ist übel schlimm, Rangliste ist richtige Todeszone. Aber selbst das Verhalten von da schwebt halt auch dort in den normalen Modus, der eben nicht Rangliste ist, wo man theoretisch einfach entspannt spielen kann, aber ist es halt nicht. Im Prinzip macht es da keinen Unterschied, ob du Rangliste spielst oder nicht, weil sich alle gleich verhalten. Oh ja. Mhm. Das finde ich halt schade daran. Ja. Das finde ich halt extrem schade an sowas. Müssen wir die noch töten, ey? Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Pilze. Ja, ich brauche auch noch. Ja, dann gehen wir mal zurück. Also beziehungsweise ja, diese komische Nahrung halt noch, ne? Ja, genau. Oder drei Stück, ich glaube, wir müssten... Ja, wir sind genau gleich auf. Ich habe die ganze Zeit geguckt, dass wir immer gleich haben. Achso, ich habe da gar nicht drauf geachtet. ich bin immer so. So achte ich auf dich. Ja, wird immer gut versorgt. Ich weiß nicht, wenn ich weiß, dass ich mit Leuten spiele, dann versuche ich auch immer, dass es irgendwie fair bleibt. Dass man nicht immer... Naja, das Ding ist halt, es ist eigentlich scheißegal, ob es auch beide werden fertig, so, ne? Ja, siehste. Ja, aber wer wann was kriegt, ist ja erstmal groß, so. Ah... Ich sag mal so, ich habe ja schon mit einigen Leuten MMOs gespielt. Ja, ich weiß. Das sehen nicht alle, so wie ich. Ja. Du kannst dir das bestimmt denken, worauf ich hinaus will. Wieso ich hier jetzt gerade so spiele. Ne? Ich habe verschiedene MMOs mit entweder gleichen oder verschiedenen Personen gespielt. Im Stream wie privat. Einige Geschichten kennst du ja. Also. Ja. Ne? Ist schon spaßig. Das ist dann kein Wunder, warum ich so spiele, wie ich spiele. Und warum ich mich auch jahrelang an MMOs nicht so wirklich angetraut habe. Beziehungsweise mit anderen zu spielen. Nachvollziehen. Einfach. Es sind halt einfach auch viele. Einfach blöde Leute unterwegs. Ja. So. Yes, was? Ja, und gerade MMOs sind ja eigentlich auf diesen Gruppencontent ja ausgelegt. Das Schlimmste ist halt, ich spiele verdammt gern mit Leuten MMOs. Das Problem ist, die meisten... Ich weiß nicht...
ob die vorher so sind und einfach nur anfangs auf heile Welt tun. Ich habe keine Ahnung. Aber die meisten reagieren. Die Leute verändern sich oder was? Ja, ohne Witz. Ob. Ne? So nur beim Zocken oder allgemein? Vor allem beim Zocken. Im Nachhinein dann irgendwie auch allgemein. Und ich finde das immer. Dann heißt es dann irgendwann. Nee. Ich spiele lieber allein dann weiter oder. Ne? Wenn dann ganz komisch. Und ich denke mir immer noch so. Okay. Wieso denn jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt schon wieder gewesen? Oder? Ich glaube, dass das Problem dabei ist, dass die Leute halt einfach, ne, nicht immer ehrlich sein wollen. Ne? Man will einfach, ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt genervt wäre, weil mir das hier einfach zu langsam geht, ne? Oder naja, ich will mal ein bisschen pushen, will jetzt meinen Charakter ein bisschen leveln und ein bisschen Gas geben und wäre dann irgendwie genervt davon, ne? Würden es Leute halt auch nicht direkt sagen, aber. Ja. Genau, das ist ja, glaube ich, das Beste, einfach zu sagen, ja, ey, am besten geht mir das zu langsam, ich will jetzt einfach ein bisschen leveln. So, und genau das ist das, was ich nicht verstehe. Wenn ich sage, hey, ich habe jetzt Bock auf eine Inni, wollen wir eine Inni machen? Wärst du, glaube ich, der Letzte, der sagen würde, nee. Und selbst wenn du Nein sagen würdest, würde ich sagen, gut, okay, verstehe ich, oh, alles gut. So, ohne dann gleich zickig zu reagieren. Oder, ja, oder auch, wenn mal was nicht klappt, war ja bei Kaya öfters so, wenn was nicht geklappt hat, dann immer dieses Pissige, wo du dir dann denkst, was ist jetzt passiert? Was? Ist ja nicht immer alles böse gemeint. Nein! Ne? Oder auch, wenn man einen Tipp geben will, also, ne, kein, es gibt ja aber Tipp und Ratschlag, ne, gut gemeint. Und dann gibt es ja dieses, nee, du musst das jetzt so und so machen und mach das jetzt so und so. Ne, sondern einfach wirklich einen gut gemeinten Rat, so, ich spiele da so, ist das okay, oder, ne, so nachfragen, und ich sage, so, mach das doch so und so, ne, so, dann, wie gesagt, ganz normal, und dann. Ja, so, ich weiß, aber das nervt schon, also ich kann das schon nachvollziehen. Also nicht, wenn es die ganze Zeit ist, sondern, wie gesagt, wenn jemand ja anfängt und dann auch Fragen stellt, du beantwortest sie halt ganz normal, ohne dieses, hektische und dieses Bevormunden, sondern halt ganz normal. Und dann antworten sie pissig. Bevormunden, das kann halt richtig nervig sein. Ja, und dann antworten sie aber trotzdem pissig, obwohl du einfach nur die Frage beantwortet hast und denkst dir, ja, aber du hast doch jetzt gefragt. Du wolltest es doch wissen. So, hä? Was? Verstehe ich nicht. Ja, ich sag mal, ganz schwieriges Thema. Ja, es ist auch ein ganz schwieriges Thema. Ich kann es dir selber nicht ab. Ja. Ich kann es ja auch nicht ab. Aber es gibt halt dieses eine, wie gesagt, es gibt ja so zwei Unterschiede. Je nachdem erstmal, wie man es sagt, wie man es formuliert und wie man es meint. So. Ich kenne das gut, aber ich muss sagen, ich bin selbst auch so einer. Ich krieg auch immer ab und was in den falschen Hals oder so und bin dann voll bockig oder so. Das passiert jedem mal. Das ist ein ganz schwieriges Thema. So. Ich glaube, das passiert auch wirklich jedem. Wie gesagt, mir ist das ja auch schon passiert, aber wenn es halt durchgehend ist, aber die Person auch fragt, es ist dann ja immer noch, ja, wie mache ich denn jetzt das und das, wie mache ich das und das? Ich traue mich mittlerweile nicht mehr zu antworten. Wieso das denn nicht? Meistens, wenn ich antworte, ja, das wusste ich auch selber, das musst du mir nicht sagen. Oder, nee, das will ich selber herausfinden. Ja, aber du hast gerade gefragt. Ja, genau, da fragst du dann. Das war jetzt zum Beispiel bei Kai, aber du hast doch gefragt. Du wolltest es doch wissen. Ich tue dann so, als hätte ich es nicht mehr gehört. Ich tue dann immer so, als hätte ich dann in der Zeit irgendwas gemacht und da habe ich es nicht gehört, weil ich mittlerweile nicht mehr weiß, okay, soll ich da jetzt auf antworten oder nicht? Weil das hatte ich jetzt halt, ich bearbeite ja gerade einige der alten Videos und das hatte ich gerade gesehen, deswegen komme ich da halt auch gerade drauf, dachte mir so, ich wollte doch nur helfen. Ich wollte dich nicht bevormunden, du hast gefragt. Ich habe dir ganz normal geantwortet und ich krieg eine pissige Antwort darauf. Und denke mir so, du wolltest doch, du hast gefragt. Was ist aber das ist ein häufiges Phänomen. Also,
Ich glaube, das gibt es sehr, sehr häufig auf jeden Fall. Der Unterschied im Gegensatz dazu ist dann, warum spielst du nicht so und so? Mach das doch so und so. Das ist dann das, was ich gar nicht abkann. Ja, das ist dieses Bevormunden so. Mhm. Du musst dies, du musst jenes, mach das so. Das mag ich auch nicht. Genau das ist das, was ich nicht abkann. Wenn du dann allerdings das Ganze ein bisschen anders formuliert mit, ne, man kann das dann so und so machen und so halt allgemein erklären. Ist das eine. Oder wenn man dann sagt, nee, du musst das jetzt einfach so machen. Und du denkst, nein, muss ich nicht. Nein, muss ja, ich genau. nicht. Es ist immer so, ey. Das sind halt so die. Zahlt sich mein Account, also muss ich ja, gar nichts. Das sind halt so diese zwei Unterschiede, was ich halt meinte, ne? So, das eine ist halt, wenn du wirklich weißt, okay, die Person braucht Hilfe, fragst du, soll ich helfen? Und, ne, möchtest du? Und du kriegst dann aber eine pissige Antwort am Ende. Erst, ja, hilf mir mal, oder? Ja, das hab ich ja selber gewusst. Wo fragst du dann? Ja gut, das ist natürlich klar, wenn es so ein bisschen cholerisch ist, oder? So, ne? Erstmal was fragen und dann Also wie gesagt, ich hatte beide Extreme. Also nicht nur... Ja, hast du die Quest genommen? Ja, habe ich schon. Lesen wir jetzt nicht mehr, oder? Rein theoretisch schon, aber wir waren gerade am Redefluss. Ja, wenn nicht. Weiß nicht, ob du das nochmal wiederholen willst von der Quest hier. So storymäßig. Nö. Das, die nächsten würde ich dann wieder lesen. Ja, geht hier warum die komischen großen Sumpftypis da kein Essen haben. Ja. Ich glaube, das war sogar was ich gelesen habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber... es ist halt sogar relativ... Und ich sag mal, ja, es ist halt für dieses Flora-Fauna-Feeling so, aber so Main-Story-mäßig ist das jetzt nicht so interessant. Ich glaube, wichtiger sind dann auch mit Dungeons und die Sachen ja, die für den... Ja, die sind sogar am wichtigsten, ja. Und die Sachen für den Geschichtsfortschritt. Also ja, gut, das mit den Pilzen kommt da auch irgendwie mit rein, aber ja. Ja. Wir sagen einfach ja. Ja, passiert. Können auch mal was auslassen. Aber das passiert immer, wenn ich so ein bisschen im Flow bin. Ja, let it flow. Let it flow, let it flow, let it flow. Hier, wie bei dem Clown, Alter. Wir fliegen hier alle rum. Ey. Wir fliegen alle hier unten, Georgie. Oh Gott. Hast du den Film gesehen? Ich glaube nicht, nee. Beide Filme, so, die Remakes von Stephen King S. sind super gut, ne? Gruselspiele sind ja überhaupt nicht meins, weil du ja selber aktiv in der Fratze ins Gesicht greifen musst teilweise, aber so Filme kann ich mir reinziehen. Also ich habe den Originalen gesehen. Ja, der ist auch gut, ey, der ist mega gut auch. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich Angst vor Spinnen habe. Wegen dem Endviech? Ja, genau das. Ja, das Clown mit den Spinnen, der Clown mit den Spinnen, meine, so gut, ey. Ich weiß doch, meine Eltern saßen im Wohnzimmer. Und ich hatte einen Albtraum. Und sie hatten mich früh ins Bett geschickt, ne? Und ich komme in dieses Zimmer rein. Sie haben mich erst gar nicht gesehen. Und ich komme in dieses Zimmer rein und sehe dieses fette Viech da. Fange an zu schreien. Ich hatte so eine Heidenangst. Und seitdem habe ich vor alles Angst, was acht Beine hat. Na gut, Skorpione gehen. Also den alten Film habe ich als Kind Tatsache auch gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Also das Schlimmste fand ich, war für mich auf jeden Fall damals die Anfangsszene, wo er da im Gulli hängt und dort wieder den Arm abreißt. Boah. Ja. Das war richtig übel. und... Was waren das noch? Irgendeine andere noch, das Szene war krass, aber an die erinnere ich mich eigentlich am meisten. Und das zweitschlimmste war Stephen King S, das habe ich auch als Kind gesehen. Ich bin so wie grundgeschädigt, was das angeht. Also ich habe... Und da war das Schlimmste, Zimmer 216, sage ich nur. Also ich habe viele... Diese Wasserleichenfrau, schlimm. Ich habe viele, viele Horrorfilme, so teilweise. Die Titel kenne ich alle. Ich habe aber die Filme nie komplett gesehen. Aber so manche Sachen, wenn ich dann bei meinen Eltern reinkam, auch am schlimmsten waren zwei Filme. Einmal sollte ich mir Sleepy Hollow angucken. Director's Cut. Oh.
Ich weiß, okay. ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich glaube noch unter 12. Und als ja, dann. Haben die richtig Spaß machen. Und als dann dieser Baum war, wo diese ganzen Köpfe drin sind und das ganze Blut und. Ja, der ist auch sehr gut. Und ich saß da nur, ich kann den Film bis heute nicht sehen. Ich habe den einmal, ich habe es tatsächlich versucht, geguckt. Ich habe den auch nur einmal gesehen, aber war schon alt genug, aber. Und selbst heute sitze ich da noch halb heulend, Hände so vors Gesicht und kann mir das nicht angucken. Ich habe da panische Angst. Ja, das ist wegen der Erinnerung. Das ist, weil man quasi sich genauso viel wie damals als Kind, weil die Erinnerung hochkommt, ne? Dieselbe Emotion. Mhm. Und das Problem habe ich mit The Grudge. Das Problem habe ich. The Grudge habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich mit, wie hieß das? Tarantula oder wie das war? Irgendein B-Movie. Mit diesen fetten Spinnen, die ganze Stadt eingenommen haben. Mit irgendeinem so Schlangenfilm, wo im Flugzeug diese ganzen Schlangen rauskamen. Seitdem habe ich auch ein paar. Hä? Snakes on a Play? Ja, genau. Der ist cool, der ist schön cringig. Ich kann die ganze Scheiße nicht sehen. Das hat mich Das hat mich so geprägt. Das ist furchtbar. Das ist einfach nur furchtbar. Ich habe so eine Angst bis heute noch vor diesem Film. Ich kann mir das alles nicht angucken. Ich hatte eine ganze Weile wirklich Angst vor dem Badezimmer und Badewannen. Ja, wie gesagt, Stephen King. Mm. Das war eine Challenge. Ich hatte halt hauptsächlich Angst vor Keller. Ich hatte halt in meinem Zimmer rote Rollläden. Und ich weiß auch nicht, irgendwie jedes Mal, wenn diese Rollläden unten waren, habe ich gesehen, wie die Spinnen angefangen haben, sich an der Decke zu bewegen. Ich hatte halt eine Stuckdecke. Das heißt, ich habe an jeder kleinsten, hintersten Ecke von diesem Stuck habe ich diese Spinnen gesehen. Ei. Und mein Zimmer war halt echt früher als Kind mega ordentlich. Und diese Speichspinnen saßen dann da oben und haben sich immer bewegt, wenn diese Rollläden unten waren. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, Alter, mach diese Rollläden nicht runter. Mach diese Scheißdinger nicht runter. Oder lass das Licht an. Ich weiß nicht, ich glaube, mit 13 konnte ich dann endlich ohne das Licht an sein musste schlafen. Weil dann tatsächlich auch die Rollos endlich kaputt waren und ich die nicht mehr runter machen musste. Das macht man auf jeden Fall auch die Gruselfilme, wenn man sie als Kind reinpfeift. So, auf jeden Fall. Und vor allem, wie gesagt, es hat sich immer angefühlt, als wenn die Spinnen immer größer werden. Wenn sie sich dann bewegt haben. Und ohne Witz, du hast an diesem Stuck diese Beinchen gesehen, wie sie sich so auf und ab bewegt haben. Und oh Gott, ey, das ist so furchtbar. Das ist eklig. Das ist einfach eklig. Also Spinnen sind jetzt auch nicht meine liebsten Freunde. Bis zu einer gewissen Größe stört es mich halt eigentlich nicht. Also diese ganz kleinen Minispinnen, die manchmal so im Rasen hocken, die sind in Ordnung, die sind süß, die sind knuffig, aber da sehe ich die Beinchen nicht und ich sehe die Augen nicht. Ja, genau, weil die so klein sind, ja. So, die sehe ich einfach nicht. Was ich ekelhaft finde, sind die Springspinnen, diese Zebra-Springspinnen, die sind absolut grottig furchtbar. Ja, das ist sowieso, die sind ja auch groß. Ich meine, ja, das ist auch schon so Special-Feature-Spinne, ja. Spider-Man in Mini. So, springt dir erstmal ins Gesicht, das Viech. Ja, so Facehugger-Style. Ja, sowas ist halt natürlich auch, dafür habe ich auch mehr Respekt. Also das ist schon, ab da ist schon Endboss-Zone auf jeden Fall. Oder, das hatte ich als Kind auch. Du wachst auf und unter dir liegt eine plattgewalzte Spinne. Als Kind. Und du denkst dir nur so, Alter, was zur Hölle. So jetzt noch nicht. Ich hatte das so oft und die hat irgendwann einfach nur noch Angst, in meinem Bett zu schlafen. Dann, aber das Erlebnis hatte tatsächlich meine Mutter, aber meine Mutter musste mir das bis ins kleinste Detail erzählen. Ja, klar. Lag sie auf dem Bett, hat gelesen und dann hangelt sich von oben, das hat sie nicht gesehen, eine Spinne runter. Und die sitzt auf ihrem Kopf. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, meine Großeltern waren da gerade zu Besuch. Also mein Großvater hat das miterlebt. Beziehungsweise kamen sie halt gerade da an,
Da hat, glaube ich, mein Vater dann gerade die Tür geöffnet gehabt. Ich war, glaube ich, noch im Kindergarten. Das kann dann... Ich weiß gar nicht, ob es Geburtstag oder irgendwas war da. Die waren dann halt zur Überraschung da schon vorher. Und sie fängt an zu schreien, weil halt der Berg wieder das Beinchen so runterkommt. Und das erzählt sie mir auch noch bis ins kleinste Detail, obwohl ich weiß, dass ich extra Spinnen habe. Ich hasse nicht deutlich. Ja, das ist, sag mal, geteiltes Leid ist halbes Leid, ne? Ihr Leid hat sich damit wahrscheinlich gemindert, dass er drüber erzählen kann und du hast ja halt nochmal die Hälfte aufgebaut. Vor allem, ich habe dann auch irgendwann, ich weiß gar nicht, ein paar Jahre später habe ich dann meinen Großvater gefragt, ob das wirklich stimmt. Und er dann so, ich weiß es nicht, ich habe es nur schreien hören. Ich so, ah, okay, gut. Toll. Das macht jetzt nicht besser. Ja, viel ist es halt Kopfsache. Also man darf sich halt vieles einfach nicht vorstellen. Nur, also so bildlich im Kopf. So, ne? Das Schlimmste ist, ich muss mir alles bildlich im Kopf vorstellen. Ja, wenn die Bilder erstmal im Kopf sind, dann ist es schwer. Dann ist die Horrorvision da. Ja, das ist ja auch die große Kunst bei Horrorgames. Ne? Die müssen so langsam und über gute Stimmung halt, ne, so ein Bild im Kopf erzeugen. Oh. Dann sind sie richtig gut. So. Das ist ja so jedes Mal. So funktioniert die Horror einfach. Ich hab's manchmal auch, wenn ich die Augen schließe und der erste Gedanke ist dann irgendwie Spinne und du siehst dann einfach nur Spinne vor den Augen und ich sag, okay, ich bin wach. Ohne dass du halt geträumt hast. Ich kann mich wach halten, indem ich viel rede. Viel rede und viel Schwachsinn, aber. Ja, das können wir gut. Das schaffen wir gut, ja. Können wir richtig gut, ja. Bisher klappt's auch gut. Auf jeden Fall. Darauf ein Snack. Das Schlimmste ist, ich bin eigentlich so satt, aber ich habe trotzdem noch irgendwie Appetit. Meine Nuggets und so weiter gucken mich noch gut an. Gut, die Baguettes werde ich morgen essen. Die werde ich mir dann warm machen, dann sind sie auch wieder weich. Hui! Ein Fallschirmspringer heute. Mhm. Ich glaube, wir müssen hoch. Ja, kann sein. Ich später. Ja, ich glaube, wir mussten tatsächlich erst hoch und dann runter. Mhm. Weil hier hatte ich mich auch schon mal dumm und dämlich gesucht. In dem Ding. Aber hey, ich habe jetzt tatsächlich gerade wieder eine Wachphase. Die erste Müdigkeit ist überwunden. Ja, es sind auch immer so Phasen, glaube ich, noch. Das liegt aber auch daran, dass die Tür gerade offen ist. Ja, ich habe immer mittags auf jeden Fall so eine extreme Phase. Das, bei mir ist es halt unterschiedlich, je nachdem, wie gut ich geschlafen habe und wie lange ich am Vortag geschlafen habe. Und was ja, halt das, so... Ja, klar, das ist auch so, weiß ich nicht. Wenn ich erst so mittags aufstehe, ist das natürlich nicht so. Das ist natürlich davon auch abhängig, aber... Und so ein ganz normaler Tag ist, wenn ich um 6, 7, 8, 9 Uhr irgendwie, ne, irgendwo dazwischen irgendwo aufstehe, so, ist das mittags immer. So zwischen 12 und 2. Kuckuck. Ah, oh, Pumba. Ich musste mir Pumba nochmal angucken. Pumba, das ist ein Warzenschwein. So, das muss man hier noch auseinanderbrezeln. Seelenfresser und Raufer. Ah. Ja. Aber Horrorfilme, finde ich, gibt's richtig gute, so. Also. Nein. Nee? Bist du gar nicht so Horrorfilm? Nein, überhaupt nicht. Also so Horror allgemein so überhaupt gar nicht, in egal welcher Form. Weil es gibt zum Beispiel auch geile Hörspiele. Ist ja auch nochmal was anderes. Also lesen würde ich's. Lesen würde ich's tatsächlich. Aber ich kann's nicht sehen und ich kann's nicht spielen. Spielen ist bei mir auch so eine Nummer zu viel, weil bei Spielen ist halt viel aktiver so. Ja, zum Beispiel irgendwas gucken, hören ist halt so eine, ne, so eine eher passive Konsumart. Das ist bei mir ungefähr auch wie... Gut, Tomb Raider geht tatsächlich noch.
Aber zum Beispiel halt diese ganzen Kriegs- oder Baller-Dinger. Kann ja sein, dass ich da ein bisschen von meinem Großvater geprägt bin. Weil ich mir halt auch wieder in jungen Jahren, ich weiß nicht, früher hat man bei mir, glaube ich, nicht auf die Altersbegrenzung geachtet, der Soldat James Ryan gesehen habe. Oh ja, der ist sehr blutig vor allem der, auch. Ja, der Film ist eigentlich mega gut. Aber nicht für ein kleines Kind. Gewisse Szenen nicht. Also ich finde, da sind es, glaube ich, nur spezielle Szenen, weil so allein der Geschichtsstrang und so, also vieles davon ist gar nicht so schlimm. Geschichtlich? Ich habe mich immer für Geschichte interessiert, das war auch nicht das Problem. Aber diese Szenen... Es ist, glaube ich, wirklich die Verstümmelungsszenen, die dann wirklich als, wenn man jung ist, wirklich vielleicht abartig sein können, ja. Und... Ja, allein Anfangsszenen da auf der Bay, auf der Beach, wo halt der Typ seinen Arm sucht, ey, das ist auch schon so ein Ding so. Und genau aber solche... Halt schon direkt am Film am Anfang ran. Genau solche Sachen kann ich nicht... Ich kann es irgendwie nicht. Ich habe... Ich weiß nicht, welches Call of Duty es war. Irgendeines, was ich halt über PSN mal gekriegt hatte. Ich hab's gespielt. Und da sind dann auch trotzdem so Szenen, wo der eine dann keinen Arm hat oder total durchlöchert ist. Das Schlimmste ist, es wird auch alles teilweise hier dargestellt. Und ich guck auch noch. Das ist doch das Schlimme, ich guck auch noch. Und dann halt immer direkt diese Flashbacks, wo ich denke mir so, nee, will ich nicht. Nein, danke. Nee. Ich muss sagen, so Gore, also ne, so Brutalität, Ekel, Verstümmelung, kann ich eigentlich relativ gut ab. So. Also selbst bei GOT, so wenn irgendwo Arm abgeschnitten wird, Genitalien oder sonst, ich bin nicht raus. Ja, das ist ja zum Beispiel hier der Thrill von, ich sag mal, so Horrorfilmen wie Saw, ne? Da geht es ja auch mehr um Verstümmelung und Ekel. Das ist ja, sag ich mal, weniger so diese Angsthorror-Sache. Ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie so. Also Krimis, ich sag jetzt mal wirklich, deutsche Krimis gehen. Nicht alle. Ich habe mit Fotos mal eingesehen, der hat echt Horror-Film-Qualitäten. Wir wissen bis heute nicht, wie der heißt. Also ich glaube, das war auf der einen Seite mit einer der besten Tatorte, die ich je gesehen habe. Auf der anderen Seite auch einer der schlimmsten, weil ich hatte so Albträume, das war irgendeine Halloween Edition. Der war echt gut. Aber ich hatte so eine Angst. Und wir hatten beide Schiss. Und manche Tatortsachen mal echt gut sind. Aber ey, so wie gesagt, alles, was mit Verstümmeln ist, oder am schlimmsten ist es, wie gesagt, wenn was abgeschnitten wird, oder bei Geburten, wenn ein Kind rausgenommen werden muss und der Bauch und alles aufgeschnitten werden muss. Ich fand das so grausam. Das sind alles Sachen, da kann ich nicht hingucken. Das ist furchtbar. Deswegen, ich kann auch viele Sachen, ich gucke manchmal in Streams, zum Beispiel halt bei Gronkh, ne, wenn da gewisse Sachen, ich weiß gar nicht, was, The Evil Within? Ich glaube, The Evil Within. Hier läuft es und ich sitze da hinten. Dann geht das. Weil da sehe ich nicht viel. Da kann ich mir das antun. Sitze ich jetzt direkt hier vorne? No way. Kriegst du mich nicht dazu, das zu gucken. Ja, aber das ist halt genauso die Sache, was ich gerade mal, also vorhin meinte, so, ne, ist halt, ja, also, was zu gucken ist halt so dieser passive Konsum und da hast du einfach, du hast diese Distanz zu dem Medium halt, ist noch ein bisschen größer, weil du halt eben selbst nicht aktiv werden musst, ne, du musst dich nicht damit beschäftigen, du kannst halt eine gewisse Distanz wahren. Dadurch ist es, finde ich zumindest, nicht so schlimm wie selber spielen. Also ich finde tatsächlich beides schlimm, weil spätestens, wenn ich im Bett liege, geht dann ratarataratarata. Aber sowas wie Stranger Things guckst du schon, oder? Auch nicht? Aber das ist mega gut, ich sag's dir. Also selbst bei GOT, bei einigen Szenen, hatte ich so arge Probleme. Ich bin auch ein Mensch, ich kann kein Blut sehen. Mein eigenes ist das eine. Das Blut von anderen Menschen kann ich nicht sehen. Wenn es hier so ein kleiner Kratzer ist, okay. Oder, oh Gott, von meinem Kater, das ist auch das Schlimmste. Oh, nee. Wenn ich Tiere... Nee. Ich könnte auch keine Tierärzte werden. Ja, Friedhof der Kuscheltiere ist so ein Film, den solltest du niemals sehen, ne? Nee. Nee.
Also, oh, schlimm ist auch hier, ich glaube, Kinder des Zorns oder ich weiß nicht genau, wie es, oder Dorf der Verdammten, irgendwie so hieß das. Das ist nicht. Ich weiß den Titel nicht mehr genau, aber es geht halt um so eine Kindergruppe in so einem Dorf, die, ich weiß nicht, ob die irgendwie außerirdisch sind oder irgendwie einfach nur so Dämonen besessen. Aber die haben halt so special Fähigkeiten und das ist so richtig creepy so. Weil die können zum Beispiel so die Zeit stehen lassen und die Leuten, die Gedanken manipulieren, die können Gedanken lesen und die sind so halt so richtig evil so, ne? Die töten halt auch da die Leute einfach weg so. Das ist richtig creepy, weil das einfach so richtig nett angezogen mit Schüleruniformen, so, keine Ahnung, achtjährige Kinder sind. Richtig übler Film. So. Ist gar nicht so brutal oder so, aber diese Vorstellung ist, finde ich, halt richtig creepy. Nee, aber nee. Also ich gucke gern schon irgendwie so Horror-Zeug, so, ne? Also. Bin da gar nicht so abgeneigt. Obwohl ich, wie gesagt, beim selber spielen mir voll der Schiss habe. Also ich finde sie so eine der größten Angst haben, die es, glaube ich, gibt. Ja, bei so Spielen finde ich dann auch so der Typ so, hier, du hast meine Taschenlampe, geh mal vor. mach du mal die Kellertür auf. Sei doch so nett. Ja, Man of Medan mit Mappa. Mappa, ja, geh du mal vor. Ganz gut. Mappa, mach du mal. Ich will nicht. Mappa, mach einfach. Aber ihr nicht. Wollt ja die ganze Reihe spielen, ne? Da kommen noch zwei. Ja. Erstmal muss Mappa wieder fit sein. Ich habe also noch eine Granatenfrist. Ohne sie spielt er sich. Das ist Fakt. Entweder spielen wir das zusammen oder gar nicht. Ich brauche hier, glaube ich, noch diese. Nochmal diese. Ah ne, Pilzproben. Irgendwas habe ich nämlich noch nicht. Pilzproben? Achso, dann müssen wir hier noch mehr Oger kloppen. Mir fehlen nämlich genau drei. Habe ich nämlich gerade entdeckt. Hab nur gesehen, oh, da ist noch irgendwas. Da ist noch was. Hm. Es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da. Es ist noch Soße da. Ja, meine Pizza ist leider leer. Hm. Das stimmt mich traurig. Hm. Ich hätte die vorhin einfach größer machen sollen. Hm. Ich muss sagen, ich war mega überrascht, dass ich jetzt das erste Mal Pizza gemacht habe. War, glaube ich, letzte Woche oder so. Wie einfach das ist, also das ist. Ja, Pilze machen ist eigentlich gar nicht so schwer. Es ist richtig lächerlich einfach. Ich habe mir das voll umständlich vorgestellt. Das ist das einfach echt lächerlich. Das kriegst tatsächlich sogar ich hin. Ich meine auch so richtig mit Teig selber machen und allem, ne? Mhm. Also das war ja sonst so, gibt ja diese Fertigteig-Dinger zum Ausrollen, so, die finde ich auch gut. Aber ich wollte halt wirklich auch mal Teig und alles selbst machen. Und weiter. Ich hab alles. Achso, hast du? Okay. Mhm. Ja, da können wir abgeben gehen. Ne?